Ehe ich zu meinem eigentlichen Text komme, gebe ich gern etwas vorlesen, also ein bisschen, was ich heute Morgen an der Briefkasten fand. Ich hatte keine Zeit mehr, für das nochmal anzuschaffen. Es hat mich aber immens frappiert und immens froh gemacht. Das ist ein Buch von dem Jesuiten Pater Joseph Moi, in der von einer Zeit irgendwie ein Deckbuch geschrieben, Quoi quand même, und das heißt, ich faire bouger l'Église catholique. Ich habe noch nicht gelesen. Ich habe geguckt, was auf der Rückseite steht. Da kommen ja immer die wichtigsten Äußerungen dann zum Ausdruck. Schreibt eine Datei. Faut-il se résigner à voir l'Église catholique se replier sur elle-même, comme par un étrange effet de glaciation? Peut-elle toujours être coupée à ce point des hommes d'aujourd'hui? Non, répond le théologien Joseph Moi, qui se livre ici un plaidoyer sans complaisance pour que l'Église trouve un nouvel élan. Un élan qui passe nécessairement par une mutation profonde. Un élan qui passe pour promouvoir des vraies communautés d'évangile en allégeant l'institution. Offrir aux femmes une place digne de ce nom. Revenir aux grandes intuitions du Concile Vatican II. N'est-ce pas le sens d'un authentique humanisme évangélique? Il y a urgence à aller de l'avant. Il y a urgence à inscrire une nouvelle espérance. Loin des peurs ou des crispations du passé, da treift ein Mann, wenn ich mich noch gut erinnere, die Jesuiten, die heißen, verbessere mich, den 97 Jahren. Alors, war der Courage, war der Hoffnung, war der Vertrauen an Zukunft von der Kirche. Und ich wäre froh, wenn etwas von dem auch heute Abend bei uns rübergekommen, aber wenn wir nein an den Movement von Abbruch geben, antreten, Abbruch, du mollst, das soll der Ausgangspunkt sein, aber Abbruch auch haut. Abbruch, abbrechen, das Verb für den doppelten Sinn. Natürlich wollen wir ein bisschen Grammatik machen. Transitiv bedeutet das Verb, etwas, was so was, was versperrt das, mit einem gewissen Kraftakt abmachen, abbrechen. So kann ich einen Koffer vor abbrechen. Aber auch einen harten Nuss, an dem ihn sie knackt. Oder so etwas, was verkuscht das. Er verkuscht das, erhärt das, anachronistisches Gewürd 1960 wirklich an einer Kirche, die sich hinter dem Ende vom 19. Jahrhundert harmonischer Hinsicht von der Welt aufgeschnitten hat, an ihren Aufschied geholt hat von der Zeitgeschichte, an vielfach stoblieben das an den Strukturen der Situation. Intransitiv bedeutet, das Wort sich auf den Weh machen, von einer Rast abbrechen oder aus einer langen Zeit von Stagnation abbrechen zu neuen Zielen, Zielen an Horizonten. So, und ich ducke die Jung von einem allgemeinen Konzil abgefasst, so vielleicht abgefasst wie den Jean 23, 25. Januar 1959, aus San Paolo, vorher die Muri, führen den versammelten Kardinälern, die Konzil kenne ich dann doch mal, dann nicht nehmen die, mit ganz Welt überrascht wird. Ich hatte just mein Minister an der Kathedrale, von der schon jetzt gegangen ist, 2 oder 3 Wochen angefangen. Es war eine große Begeisterung, und ich bin angefangen, über das Konzil zu predigen. Was dann bald durchkam. Die ganze Bewegung, die da hat, steckt, bis der Pastor Schmidt in allen Herren, auch von bald 80 Jahren, mal gesagt hat: Herr Schilz, predigt wann nicht geliebt, über das Evangelium, und nicht über das Konzil, von dem nach Kiew, ob es je wird stattfinden. So, ich habe natürlich
Lo gehorsam wie steht seit nach Wärme wie Haut. Und ich natürlich gefolgt dann hat er gemacht. Mit Jean-Van Trois hat es klar gemacht, soll den Erneuerungskonzil gehen, verbunden mit der Anleitung und die anderen Getrennten, wie man du musst so trittlich Kirchen, den hielt sie sich. So konnte eine neue Hoffnung ableben. So konnte der befreienden Abbruch, den der viele beigewünscht hat, endlich auf eine Wirklichkeit zu gehen. Wir konnten Christentum immer als da erleben, weil das an seinem tiefsten Wesen als eine Religion vom Abbruch, weil am Anfang von unserem Glauben da steht, den Abbruch von Gott, den aus seiner Reserve rausgetreten hat. Den aus seiner Reserve abgebracht hast, an der Christus dafür getreten hast, am Mensch genass. Den am Kreuz die menschliche Wirklichkeit abgebracht hat, hin auf Doberstehung. Und ich meine, dass an denen großen theologischen Zusammenhang, wo man auch den Abbruch von dem Konzil muss gesehen. Eigentlich verbunden mit dem Begriff vom Abbrechen, an seiner doppelten Bedeutung, als Bild vom Ausbrechen. Und tatsächlich war das Zweite Vatikanum auch ein immens couragierter Akt von Ausbrechen aus einem Ghetto, aus einem Ghetto von einer Belagerungsmentalität, wo an der Kirchenledung sich Zanter der französischen Revolution nach mir verstärkt, sind der Annexion vom Kirchenstaat durch Italien angeregt hat. Und da ist alles, was sie als modern bezeichnet oder als modern gehen wird, mit Misstrauen betrügt. Schließlich also in dem semantischen Umfeld von Abbruch, Abbrechen und so weiter auch den Ausdruck Umbruch zu nehmen. Mehr genug der Worterklärung. Besonders greifbar geht die gewaltige Bewegung vom Abbruch oder der Unkennung von 1950 bei der Ouvertüre vom Konzil, von der wir den 50. Gedenktag an diesen Tag gefeiert haben. Also die Wirksamkeit haut den Ofen fährt sich also für und allem ob den Aufwand kriegt, ob die Ouvertüre vom Konzil an die ersten Schritt von der großen Bischofsversammlung. Als Témoin d'Epoque will ich versichern, den epochalen Event am Rückblick nach ein Kehr zu erleben, eine Präsenz zu machen, an neu ableben zu lassen, für Haut, auch für Mur, dass es an der Zukunft von einer Kirche fruchtbar bleibt und nach mir fruchtbar geht. Ich kann also auch loben, nicht darum gehen, die ganze Entwicklung vom Konzil abzurollen an den Menschen, ob die einzelnen Dokumente anzugehen. Das muss weitere Konferenzen, Vorträge, Artikel vorbehalten bleiben, weil das zu hoffen, dass an den 3 Jahren, bis wir dann den Aufschluss vom Konzil den 8. Dezember 2015 feiern, dass an den Jahren, dass die Zeit als feierlich genutzt wird, für die Impulse an den Elan vom Konzil am Einzelnen Lewigkeit zu lassen. Adjournamento am Sinn vom Konzil, 50 Jahre danach. Und ich freue mich, dass die Jesuiten auch in Belair die Initiative ergreifen für eine Reihe von Konferenzen, die einzelnen Texte vom Konzil vorzustellen und durchzugehen. Durch die Fokussierung auf den Anfang vom Konzil sind wir heute Abend an erster Platz aufgefordert, als denen mit den Persönlichkeiten zu beschäftigen, die den Elan vom Konzil bewirkt haben. Der Sprung noch hier und bald so in Nancy,
wie dann der Eröffnungsred vom 11. Oktober 1962 heißt. Unter den Persönlichkeiten wird selbstverständlich der Papst Jean XXIII den Konzil gewotet. Die erste Plaza auf seiner Seite sind dann eine Reihe von gestandenen Männern am Bischofsamt, die gleich an den nächsten Tag den Courage hatten, für Konzil für abzumucken und zu grummeln und zu trotzen gegen Tüttel von der römischen Kurie. Und so die Dependance von dem Konzil zu sichern. Wenn die Stimmung an den Tag 4 und der Ouvertüre vom Konzil aufhängen will, dann ergibt sie ein ganz gemischtes Bild. Die lange Zeit von der Vorbereitung, die in einem Mäse am Vier gekommen ist, verschläft, die hat manche von den Hoffnungen, die 1959 geweckt waren, raufgeschraubt. Thema davon der Konzilsbeschluss, die Bischöfe zugeschickt wurden von den Vorbereitungskommissionen, die sind am Allgemeinen auf wenig Begeisterung gestoßen, weil sie an einem Spruch sich durchgestalten am Kochsee von der neuscholastischen Theologie. Der Papst selber hat das an seinem Journal, Zufang vom Konzil, der erste Periode, 19. November 1962, bedauernd festgestellt. Er schreibt da heute wieder ein interessantes Anhören aller Beiträge. Die meisten kritisieren die vorgeschlagenen Schemata, a Klammer schreibt der Kardinal Ottaviani, die zwar von vielen gemeinsam vorbereitet worden sind und doch die leicht vorherrschende Ausrichtung eines Einzelnen und eine Mentalität verraten, die nach wie vor unfähig ist, sich vom Ton der scholastischen Vorlesung zu lösen. Und dann eine Allusion auf den Ottaviani, der ja Schüler Bengema war. Die Halbblindheit des einen Auges wirft einen Schatten auf die Gesamtwahrnehmung. Ja, die Dokumente und auch die Hunde für Mönch Befürchtungen und Deception gesucht. Dahin gehören doch hier und allem die apostolische Konstitution, Vetrum Sapientia, wobei man den Gebrauch von der lateinischen Spruch für theologische Vorlesungen auf den Unien und an den Seminären angeschärft genoss. Damals soll allerdings der Zulassung von den Volkssprachen an der Liturgie präventiv entgegengewirkt werden. Auch den Gönnet kommunikative Stil auf Verlauf von der römischen Diözesan-Synod, die eigentliche Vorbild vom Konzil sind, wird wenig Begeisterung aufgerufen. Viele haben sich dann den Tag gefreut, wie die Entwicklungen anzuklassieren wären. In der drin Überschrift Un Pape qui jette du lest, versichten Henri Fesquet am Mond, am 20. Juni 1962, folgende Interpretation. Jean XXIII est une personnalité complexe. Ses méthodes de gouvernement sont déroutantes. Furbo, dit-on en italien à son propos, ce qui signifie astucieux, finaud, roublard. Il aime jeter du lest, composer plutôt qu'affronter, patienter plutôt que casser. Et cependant, Jean XXIII sait ce qu'il veut et se montre à l'occasion tenace. Mais il progresse en utilisant des rocades inattendues. Ähnlich äußert sich mich spät den Robert Rouquette, Jesuit, Direktor von den Etudes, den Konzilskorrespondent
von der Zeitschrift war, Jean XXIII a été une personnalité extrêmement riche et par là même parfois déconcertante. En einem früheren Entretien mit dem Paris Nunzius Roncalli zitierte wortwörtlich den Ausspruch vom Nunzius: Hey, comme vous dites en français, demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Mit Referenz auf dem Roncalli sind Originen, können die von Bauern Schleue schwätzen. Persönlich erinnert sich Erder Weiß mich an das portugiesische Sprichwort, dass Paul Claudel auf Gott angewandt sein Soulier de Satin als Leitmotiv herausgeschickt wird. Deus escreve directo por linias tortas. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Auch der Roncalli-Popst konnte auf krumme Linien richtig schreiben. Zur Beschreibung von der Grundstimmung zu Rom, an der Kirche, an denen ich den Tag vom Oktober 62, der wie ihr wollt, vom Alexander Feuzig zitieren aus seinem Beitrag: Wie viel Geduld mit der Kirche am vierlächsten Heft von der Herder-Korrespondenz. Er schwätzt doch von einer schöpferischen Unruhe und Ungeduld zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Man weist darauf hin, dass die Unruhe am Munische Kap auch Befürchtungen ausgelöst hat. Sie wird Befürchtungen um den Echec vom Konzilsprojekt, so wie der Papst formuliert hat, sie wird bei anderen in einer Entgleisung vom Konzil an einer modernistischen Direktion. Wie immer, Jean XXIII selber geht sich an denen nicht ganz gelos. Hier fährt ob Loretto an der Bassis, der sich dafür zeigt. Mir hier sollt geschwind offenlegen, was er wirklich gewollt wird. Er hat gemerkt am 11. Oktober an der Eröffnungsrede die Richtung weisen war, auf ihren allem die allermeist total überrascht wird. Es muss in der Rede als der Coup d'envoi von dem epochalen Evenement gesehen an den Antoine Wenger, Konzilschronist von der Croix, gesagt, daran an der Rede die eigentlich Charta vom Konzil. Der Meinung war auch der Kardinal Gabriel Marie Garon, ein Herr, den ich früh kennengelernt habe, schon 1966, sind ich mit Bischof Lommel auf Rom gefahren für einen Kongress über kirchliche Berufungen in der zu hören. Das war mein erster Kontakt mit der Kurie. Ich habe festgestellt, dass das überhaupt nicht viel bereit war. Ich habe viele Freude, weil sie hat noch kein Sekretär viel gesehen. Sie hat nur ein Sekretärgesicht und hat Monseigneur Lommel gesagt, mein Sekretär, vor allem Sekretär du Kongress. Baff. Ja. Ich finde Kardinal Garon ein Jahr, 15 Jahre danach, nach Rom begegnet wie zu Metz, Jubiläum von der Gründung von der Diözese Metz, durch den St. Clement gefeiert, ging das, muss ich hängen, als ein Autosakzident, der konnte nicht dahin gehen, der war noch an der Klinik. Ich will Lützeburg vertreten, aber beim ersten Sohn, sehe ich als Vertreter von der Diözese, neben dem Kardinal Garon, und das ist die Verdacht geschwärzt, und ich bin zu ihm erzählt, ich hatte dann am Lützeburger Wort gelesen, eine gute Zeitung, wenn es an der Zeit nach. Ich hatte am Lützeburger Wort gelesen, dass der Kardinal Ratzinger sich ging bemühen um eine Versöhnung mit den Pius-Brüdern. Kennst du das? Ja,
genauso schreckt. Vous devez m'envoyer cette notice. Je dois l'en empêcher. Un cardinal allemand ne comprend rien à l'affaire Lefebvre, qui est une affaire franco-française, intimement liée à l'action française et aux tendances restauratrices de certains milieux politiques français. Ich finde dem Kardinal Garon selbstverständlich die Notiz ab Rom geschickt. Du nicht neigst mir hören. An der Zwischenzeit aus der Nähkardinal 1994 verstorben, an den anderen als Papst genommen und an den letzten Wochen ja meint, ja gesehen, dass hier von der Idee nicht losgelassen ist, wann so ein Lob, so glücklicherweise schenkt, gestorben zu sein. Jedenfalls kommt es nicht zu Konzessionen an der Richtung. Also Kardinal Garon war auch derselbe der Meinung an hier hat nach dem Aufschluss vom Konzil an der Eröffnungsrede von Jean XXIII ein von den wichtigsten und entscheidendsten Dokumente von der Konzilsakte gesehen. Persönlich gebe ich die Eröffnungsrede echter mit einem Haut mit einem Wort vertraut an der Modas bezeichnen als Roadmap für das Konzil an den Marschroute. Also für und allem de W, ob sich in Weltkonzil de Programm vom Aggiornamento sollt verwirklichen. Aber gerade da wind, haben die ausgesprochenen prophetischen Aussagen von Jean XXIII in der Rede auch nach für den W von der Kirche Haut Amour für Validität. Im Reich der Magistraler meisterhafter Ried zuwenden, soll sich nach einer Zeit vorstellen, wie war denn eigentlich der Jean XXIII? Was für ein Mensch war denn Angelo Giuseppe Roncalli? Die biografischen Hintergrund wird tatsächlich oft negligiert. Ich habe schon auf sein, manchmal, dieser Mann Bauernschleu hingewiesen. Hannah Arendt, die bekannte amerikanisch-jüdische Forscherin, eine Publizistin, eine politische Philosophie, hat sein Journal gelesen und hat gemeint, der bestimmt teilweise aus langweiliger Frömmigkeit, aber auf der anderen Seite gebe es mehr wie ein Keier faszinierende Zeilen, an denen der Roncalli seine Meinung zur politischen gesellschaftlichen Aktualität formuliert. Sie fragt sich schließlich, wie so ein Mensch kann Papst gehen. Tatsächlich werden Angelo Roncalli schon an seiner ersten Zeit am Seminar zu Rom marginal an den Modernismusstreit verwickelt gehen, weil sein Protektor Giacomo Radini Tedeschi, späterer Bischof von Bergamo, dem sein Sekretär in der Ginas, der war an den Visier von dem Kardinalstaatssekretär Raphael Meridel Val geroden, an den er ein richtig Hexe durch die Modernisten organisiert hat. Hannah Arendt meint, dass da viel der Roncalli nicht nur für einfach, sondern für ehfällig gehalten hat. Dem Konrad Adenauer hat ein Wort zugeschrieben, was er soll beim Tod von Jean XXIII gesagt haben. Dieser Papst war dumm. Aber mit 8. Pius XII. Hat anscheinend den Roncalli nicht besonders hoch estimiert. Er war ja Delegat an Bulgarien, an der Türkei, Griechenland, an Nastunensis zu Paris, das war eine Promotion. Aber anscheinend war den Pius XII. So bewusst über dem de Gaulle seine arrogante Prätension, feiert sich Bischof nach Frankreich aufzusetzen, weil sie mit dem Vichy-Regime sich arrangiert hatten. Das war seine Forderung,
Und der Pius XII. Heute anscheinend durch hier ein Nunzius geschickt aus der zweiten oder dritten Reihe für sich für den Dat zu weisen. An dem Zusammenhang geht ein Ausspruch kolportiert, apropos von der Ernennung vom Roncalli à Paris. Quand on peut utiliser un cheval, un âne peut être utile. Mais d'un Roncalli va qu'un Esel. Bauern schleuen, ich kann er nimmt. Das seiner Taktik zu verdanken, seiner Verzögerungstaktik, daran zu lenken zu ziehen, dass die Forderung vom De Gaulle von 40 auf 2 raufgeschraubt ist. Und das schenkte Pius XII. Dann unerkannt zu haben, den Erfolg, sonst hätte Roncalli wohl nicht zum Patriarch von Venedig ernannt und zum Kardinal erhoben. Also ehfällig werde ich aber ein Traum als Sicherheit. Ne? Der war ein Mann mit einem wachen Gespür für Zeichen von der Zeit. Sein Wirken in Bulgarien, der Türkei, in Griechenland und auch seine Mission als Nunzius zu Paris haben das Gespür für den Lauf von der Zeit, für die Evolution von der Zeit nachher geschärft. Dasselbe gilt für seine historisch-wissenschaftliche Aktivität, wo er sich hauptsächlich mit den Reformbemühungen von Karl Borromeus am Schluss und Trienter Konzil befasst wird. Er hat sich mit dem Trienter Konzil ganz viel beschäftigt und highlight wahrscheinlich auch eine entlehe Wurzel von seiner Konzilsidee. Schon als junger Professor für Kirchengeschichte am Seminar von Bergamo hatte 1907 an einem Festviertrag eine Sentenz von Francis Bacon vorausgestellt. All Wissen stammt aus der Erfahrung. Und darunter wird dann eine Aktualisierung angeknüpft. Er nennt ein Wort zur Zeit, er kommt den Astrogazionamento schon an den Blick und hat ein Lanz dafür gebracht, dass die empirischen Wissenschaften auch sollen an die Ausbildung von den Kleriker integriert gehen. Da das ein Témoignage von seiner Ouverture d'Esprit, den sich bis schon auf frühe Jahren, den sich bis an den höchsten Alter erhalten wird. Da das nach etwas ganz Wichtiges, ein entscheidender Charakterzug vom Roncalli als seine Beständigkeit, seine Treu zu sich selber. Wie sie hier wollten davon aufhalten, Koppel Adjubei durch der an den Edem vom Khrushchev eine Privataudienz zu empfangen, du hörten gesagt, hier mich dein ganz Leben erwirken bis dahin verlegnen, wann ein die Leid nicht gave empfängt. Die ganz viel Geschichte finden wir hier Niederschlag an dem Diskurs d'Ouverture, den kein an der Pertinenz und an der Determinierte erwartet hat. Surprise als allgemein, weil die Rede würde das sich. Da gibt es ein ganz Mast Dynamit. So war doch vielleicht die Tatsache zu erklären, dass die Rede, die ein lateinischer Spruch vorgedrungen ist, dass die noch dann unterschiedlichen italienischen Übersetzungen verbreitet gehen, die mehr oder weniger das so ein Parleier tun. Dass sie bis heute oder bis gestrichen, oder die Lechte ist nicht nur geguckt, wo sie zu Rom dann noch der Konzil so fand gefallen. Mir bist du in der Weise, auf der Website vom Vatikan nicht zu fallen. Weder in den Konzilsdokumenten noch in den Reden
vom Jean 23. Sie gehört zu Loretto, die ist zu vorne gewesen. Ich war sie, sie war von der Öffnungsrät. Wenn das zu vorne tut, die müssen ganz weit bis am Tag der Apostolische Sedis wollen gehen, dann konnten sie aber einmal entdecken. Umso mehr positiv muss man halt feststellen, dass der Papst Benedikt XVI. Die Rede für kurzem an einen Ausspruch und die neu ernannten Bischöfe zitiert wird. Und dabei ausdrücklich den Abschnitt über den Sprung noch hier, den Balzo in Anzi, auf den ich nach Meginé wieder zurückkomme. Da ist auch viel darüber spekuliert gehen, weil du siehst, wie überraschend war, erwähnt wird im Dato. Agin, wer war der Inspirator, wer war der Ghostwriter, kein Nonsens oft genannt. Heute gilt es also wissen, dass die Rede ganz aus der Feder vom Jean 23 stammt, den hört an dem Tour, an dem Park von dem Vatikan, wo sie sich gern zurückholen, hört sie dort selber geschrieben. Sein damaliger Sekretär, der Loris Capovilla, überliefert dazu ein einseitig Äußerung vom Jean 23. Es ist Datei, zu dem Sekretär, von dieser Ansprache, ich zitiere noch Deutsch, von dieser Ansprache soll auch der erste Entwurf in italienischer Sprache veröffentlicht werden. Damit soll deutlich werden, nicht zu meiner Ehre, sondern um der übernommenen Verantwortung willen, dass sie vom ersten bis zum letzten Wort von mir stammt. Heiget klar, was für eine Autorität, da wird für ein Porte, der Papst selber, der Ausspruch zugemäß wird. Sie, also Sänger, sie, dann in Wirklichkeit, ein äußerst klugen, besonnenen Bedächtigen, aber nicht manner desidierten Akt von der päpstlichen Primatsgewalt, den entsprechend dem Genie und dem Charisma von dem Papst Roncalli, Gestalt von einem ausgeglichenen Balanceakt unhält, der mich ein bisschen erinnert an wohltemperiertes Klavier von dem Johann Sebastian Bach. Was sind die Kehrpunkte, Brennpunkte von der Rede? Für dich Fried. Jean 23 geht gleich mit nicht gewirdenen Tonen, gaudet Mater Ecclesia, es freut sich die Kirche, unsere Mutter. Konzil also friedigt Evenement. An den die Friedheit ihre Grund an der festen Zuversicht, wie ihr seht auf Deutsch, durch ein angemessenes Adornamento und durch eine kluge Organisation der gegenseitigen Zusammenarbeit wird die Kirche erreichen, dass die einzelnen Menschen, die Familien und die Völker mit größerer Aufmerksamkeit die himmlischen Dinge beachten. Heute darf an der italienischen Fehler für dich kehren, der Begriff Adornamento an der Konzil sagte noch. Wie tief die Fried von dem Aufhang um Konzil beim Jean 23 war, dort hat sich geäußert um Abend von dem 11. Oktober, dem Tag von der Eröffnung, an dem sogenannten Discours au clair de la lune. Es war den 11. Oktober traditionell eine Lichterpression nach am Ausschluss oder an Erinnerung und Konzil von Ephesus zu Rom, die war auch den Abend pro 100.000 Leute waren auf der Petersplatz versammelt. An einem spontanen Ausspruch und sie geriet und gesagt, es sieht aus, als habe sich selbst der Mond heute Abend beeilt. Wenn ihr nun nach Hause kommt, werdet ihr eure kleinen Kinder wiederfinden. Gebt ihnen eine Liebkosung und sagt, es ist ein Kuss des Papstes. Vielleicht findet ihr auch eine Träne, die es abzuwischen gilt. Habt für den, der leidet, ein Wort des Trostes und der Ermutigung. Mögen die Bedrückten wissen, dass der Papst mit ihnen ist.
besonders in den Stunden der Trauer und der Bitterkeit. Es ist dein Bruder, der zu euch spricht. Ein Bruder, der Vater geworden ist, durch den Willen unseres Herrn. Aber das alles zusammen, Vaterschaft und Brüderlichkeit, ist eine Gnade Gottes. Alles, alles. Hei, Götti, Dave, Mündlichkeit und Herzlichkeit von dem Roncalli-Popst, wirklich greifbar. Papst Benedikt, der 16. hört, in sonnigen Ofen, versicht, da nach ein Karriere auch abzugreifen, an Not zu machen. Ja, heute aber meine ich nicht der Charisma vom Jean 23, der da so rüberzubringen. Nur da aber auch von einem Kunstgeschwad, die gleich ihre Kammer sollen. Und auch am Diskurdouverteur selber steht am Gegensatz zu dem Ausdruck von der Fred, die radikal Ofster und Donglex-Prophet. Es sind Leute, die zwar voll Eifer, aber nicht gerade mit einem sehr großen Sinn für Differenzierung und Takt begabt sind. In der jüngsten Vergangenheit bis zur Gegenwart nehmen sie nur Missstände und Fehlentwicklungen zur Kenntnis. Sie sagen ständig, unsere Zeit habe sie im Vergleich zur Vergangenheit dauernd zum Schlechteren gewandelt. Sie tun so, als ob sie nicht aus der Geschichte gelernt hätten, die doch eine Lehrmeisterin des Lebens ist. Wir müssen diesen Unglückspropheten widersprechen. Und der Konzil Saula und die Mächte, und nicht zuletzt die Betraffe selber, verstanden, wem hat der Philippika visiert war. Das die unmissverständliche Auflehnung von einer Kultur, von der Angst, von der systematischen Verdächtigung, die an der Kirchenleitung vor allem zu defensiven Stellungnahmen an zu Verurteilungen geführt hatten, an den Adjournamento von der Kirche kein Raum gelassen. Den Raum für sich die Post dann am nächsten Abschnitt abzuweisen, wenn an ein paar Striche die Positiventwicklungen von der Gegenwart durchlädt. Heute ist es schon das Neidverhältnis von der Kirche zur Welt und ein Verhältnis für Rekonziliation, Solidarität, Empathie, das er später an der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes über die Kirche an der Welt von Haut voll zum Drohen kennt. Zu einem guten Teil aber auch schon an der letzten Enzyklika von Jean 23, Pater Minteris, 1963, pur mit seinem Tod, für weggeholgert. Die Enzyklika kann ihn zu Recht als sein geistliches Testament bezeichnen. Ein Testament, das an Zukunft weist. Sie bedeutet auf vielfacher Hinsicht ein großes Paradigmenwechsel. Das könnte schon an der Nennung von den Adressaten von der Enzyklika zum Ausdruck. An der Sozialenzyklika Matred Magistra 61, da waren nach die Christgläubigen des katholischen Erdkreises. Lo genet die Christgläubigen des ganzen Erdkreises, also auch die Nicht-Katholischen, so wie alle Menschen guten Willens. Die Weitsicht entspricht dem breiten konsensfähigen Fundament, auf dem die einzelnen Aussagen von der Enzyklika gründen, dass die Positivperzeption von der Menschen wird, wie die Zivilisation von Hause versteht. Auf dem Fundament, das Jean 23 regelrecht wird, gründet schließlich auch ein Reich von Kehraussohn von den wichtigsten Konzilsdokumenten. So von Gaudium et Spes, der Klärung von der Religionsfreiheit, über die Religionsfreiheit, der Klärung über das Verhältnis von der Kirche zu nichtchristlichen Religionen an den Reihe anderer.
Du weißt dich, dass die Impulse vom Jean 23 weit über sein Dode rausgewirkt haben. Es gilt das Wort, das dem Karl Rahner zugeschrieben wird, der Übergangspapst Johannes der 23. vollzog den Übergang der Kirche in die Zukunft. Aber lassen wir auf der Eröffnungsrede zurückkommen. Der Papst, wenn sie Lode hat, Aufgabe vom Konzil, so wie Jens gesagt, was ist zu tun? Gewiss hat die Kirche die unveräußerliche Überlieferung des Glaubens, die ihr vom Evangelium her überkommen ist, ohne Abstriche und Veränderungen zu wahren. Aber unsere Aufgabe ist es nicht nur, diesen kostbaren Schatz zu bewahren, als ob wir uns nur um Altertümer kümmern würden. Der springende Punkt, Punktum Saliens, der springende Punkt dieses Konzils ist es also nicht, den einen oder anderen der grundlegenden Glaubensartikel zu diskutieren. Es wird vorausgesetzt, dass dies alles hier wohl bekannt und vertraut ist. Aber von einer wiedergewonnenen, nüchternen und gelassenen Zustimmung zur umfassenden Lehrtradition der Kirche erwarten jene, die sich auf der ganzen Welt zum christlichen, katholischen und apostolischen Glauben bekennen, einen Sprung nach vorwärts, der einem vertieften Glaubensverständnis und der Gewissensbildung zugutekommt. Dies soll zu größerer Übereinstimmung mit dem authentischen Glaubensgut führen, indem es mit wissenschaftlichen Methoden erforscht und mit den sprachlichen Ausdrucksformen des modernen Denkens dargelegt wird. Und da kommt wirklich den Kehr also, denn eines ist die Substanz der tradierten Lehre, etwas anderes ist die Formulierung, in der sie dargelegt wird. Darauf ist, allenfalls braucht es Geduld, großes Gewicht zu legen, indem alles im Rahmen und mit den Mitteln eines Lehramtes von vorrangig pastoralem Charakter geprüft wird. Das ist ganz sicher zentral also von der Rede. Wenn ich für Druge so tun, die Rede gebe, an der Rede lege ich Sprengstoff, Dynamit, dann ist es ganz sicher an nächster Platz heize sich. Lassen wir für dich nachher ob ein paar Ausdrücke gucken. Der springende Punkt, Punktum Saliens, kommt zwar nicht mehr an der, ob schon den lateinischen Ausdruck hast, nicht mehr an der italienischen Fassung 4. Mit aber deutlich, worauf der Papst an nächster Platz bei den Konzilsabichten uckend. Er hat die inkontornable Priorität genannt, den Sprung nur 4. Auch das findet sich nicht mehr am italienischen Text. Aber es geht dem Jean 23 einen ganz couragierten Abbruch. An der Schwester von einem Magister von eminent pastoralem Charakter. Der Kehrsatz bezieht sich, wie gesagt, auf die unterschiedliche Substanz von der überlieferten Lehre an ihrer Formulierung. Damit geht Hand an Hand die Aufforderung, den Glaubensschatz mit wissenschaftlichen Methoden zu erforschen und mit den sprachlichen Ausdrucksformen vom modernen Denken durchzulegen. Wie jetzt einem eminent pastoralen Magister entspricht, hätte Papst. Da das de facto ein ungeheurer Sprung. Hast du geglückt? Aber zugehört, dass Zentralulei vom Jean 23 Formulierung vom Glauben mit in der Kirche in einer Spruch fallen, ein Spruch, den die Leute verstehen, doch kann er wohl loh gesagt gehen, dass die eminent prophetische Vision vom Roncalli nämlich fragmentarisch verwirklicht genoss. Gewiss sind die meisten Konzilsdokumente, die sich bemerkt, von der scholastischen Spruch Aufstand, Distanz zu hören, an sich vermählich an einer biblischen Spruch auszudrücken, positiver, also an den Dokumenten auch den Wirsel von dem Urder
zur Invitation, von der Menace zur Übersehungsarbeit, vom Gesetz zum Ideal, von der Verurteilung zur Bienveillance, vom Zwang zum Appell und Verantwortung vom Gewissen. Hier weicht sich tatsächlich ein neuer Stil für kirchliche Ausdrucksformen. Bedauern wir, dass den Herzenswunsch von Jean 23 noch einer aktualisierten Durchlegung von der aller Glaubenssubstanz nach einem Stückweis angelegt. Auch das wird am Ökumenismus-Dekret formuliert, geht ein Projekt für eine Hierarchie von den Wohrichten zu definieren, als nicht ganz konsequent weiter verfolgt gehen. Kommen aber schon an der letzten Woche, ob der Bischof sie noch über die neue Evangelisierung rum zu meistern. Dasselbe gilt von dem 1997 von Rom promulgierten Katechismus von der katholischen Kirche. Am Hinblick auf eine sprachliche Aktualisierung von dem Glauben, als das kein epochaler Fortschritt. Weil der Katechismus besteht zu einem guten Teil, einem großen Teil, als Zitate, verlabelnden Zitate, mehr als dem verbindlichen kirchlichen Lehrbestand und als alle Glaubensquellen, die Bedeutungen, mehr das kein Erfolg oder kein genügend Erfolg für das auch für Haut verständlich zu machen. Dafür wäre meiner Meinung nach ein anthropologischen Ansatz notwendig. Verkündigung für den Menschen, für den Mensch, für das sein Leben gelingt. Auch in der Verheißung, in dem Zuspruch, an dem Ausspruch von Jesus Christus. Dass es gelingt am Letzten, auch für den Herrgott. So wird euch feiert, die Cäsaren, sie not es formuliert. Ein wertvoller Beitrag oder Versuch an der Richtung war sicher den holländischen Katechismus. Wir werden eine Reihe von Schiefen aus und die dort tragen, als sie an der Wurzel steckt. Nach bleibt ein wichtiges Element von dem Diskurs d'Ouverture zu belichten, der kirchliche Magister, den am Konzil an seinem vollen Empfang hierarchischer Kollegial zum Vollzug kommt, hat für und allem pastorale Charakter. Und aus der pastoralen Orientierung ergibt sich für die Papst Konsequenz, nicht so viel Verurteilungen auszusprechen, wie vom Heilmittel von der Barmherzigkeit Gebrauch zu machen. Selbstverständlich kommt auch an der Eröffnungsrede das ökumenische Ulaies nicht zu kurz. Noch der viel summarische Zusammenfassung, Analyse von der Rede stellt sich froh, nur um Echo, nur um Impact von der Rede. Immediat war der Impact gleich null. Die meisten Bischöfe waren nur einer Eröffnungsfeier von 3 Stunden so mit, dass sie von der lateinischen Ausspruch, die Post war mit kräftiger Stimme vorgedrungen hat, nicht viel matt kriegt. Für dich wird den Text von der Ausspruch mal müssen und sie verdeelt gehen, war in der Presse veröffentlicht, ging in den Umständen, die ich schon genannt habe. Weißt du, konnte wirklich zur Kenntnis geholt gehen. Das erklärt doch, für was die meisten Pressekorrespondenten recht mal einem zeitlichen Aufstand, ob die Eröffnungsrede zurückkommen sind. So den Henri Fesquet am Mond, den 15. Oktober, auch noch auf demselben Tag, der Professor Jean-Pierre Fischbach, der weit über die Landesgrenze geschätzte Konzilskorrespondent vom Lützebäuer Wort. Auch bei den Bischöfen selber, da noch etwas anderes zu suchen, wird die Beschäftigung
mit der päpstlichen Rätseldicht einmal an den Hintergrund gedrängt wird. Es handelt sich um Besetzung von den Konzilskommissionen. Den 13. Oktober wird die erste Arbeitssitzung vom Konzil Generalkongregation genannt stattfand. Direkt schon nach der feierlichen Eröffnungssitzung war der Bischof ein Arbeitsmapp überreicht gehen, wo in anderen Stimmzetteln drauf waren für viel von den Kommissionsmembern. An 16 dürfen sie wählen pro Kommission 8, konnte Papst daran nennen. Aber dabei nur ein Lust von den Bischofen, die an den entsprechenden Vorbereitungskommissionen waren. Der Kalkül von der Kurie ist ganz evidenterweise dahin ergangen, Bischof zu feiern für die Member von den Vorbereitungskommissionen zu bestätigen. Schenkt, dass der Kardinal Ottaviani in der Hand sogar ein Lust von Bischof verbreitet wird, die an den A von seinem Heiligen Offizium als zuverlässig gegelt. Wie du den 13. Oktober direkt zu Anfang von der ersten Arbeitssitzung der Generalsekretär vom Konzil, Pericles Felici, am Auftrag vom Präsidenten, dem Kardinal Eugène Tisserand, der Versammlung angekündigt wird, direkt gewählt gehen, du hast verlegt an Trubeln stand. Wir sollen, und es ist einfach, die Vierlach von den Member von der Vierberedungskommission ging befolgt. Wir sollen also einer Zahl von 2500 Bischof, die kaum in den anderen Kampf wird, 160 nimmt für Besetzung von den Kommissionen aus. Wenn sich die meisten Bischöfe aber Druck in Hohen und zahmen Gehorsam die Zettel auszufüllen, also im Präsidiumstisch der Kardinal Achille Lienard, Bischof von Lille, abgestanden. Und er hat verlangt, dass der Wort politisch adjourniert gibt, für das Bischof Zeit hätten, sich kennenzulernen und Bischofskonferenzen auch ehelüchten könnten abstellen. Seine Intervention wird einen ganz gewaltigen Applaus ausgelöst. Darüber hin wird dann noch der Kardinal Frings, zugleich am Num, Kardinal Döpfner, Kardinal König, die auch Member vom Präsidium waren, wird der Graf für die Motion von Lienard zu unterstützen. Nach einer kurzen Beratung am Präsidiumstisch wird den Tisserand erklärt, Motion werden geholt. Denn Wort gibt adjourniert gehen an Domader, war die erste Konzilssitzung rüber, sie hat am ganzen 25 Minuten gedauert. Mehr durch die couragierte Intervention von ein paar Kardinälen hat sich das Konzil gleich auf dem ersten Arbeitstag von der Tutelle von der Kurie freigemacht und zu einer weiteren Autonomie fort. Noch konnte die Abbruchstimmung hier Dynamik voll entfallen. Es wird sich die zuversichtliche Hoffnung bestätigt, ob ein Neidleben für die Kirche, die am Antimodernismus angefroren, versteinert war, an das möglich ging, einen fundamentalen Wandel zu erhoffen. Alexander Feuzig schreibt, dass an dem Artikel, den ich schon zitiert habe, wir dürften nun wirklich erwarten, dass etwa sich der Klerikalismus des 19. Jahrhunderts werde überwinden lassen, dass für Laien, besonders die Frauen im Volk Gottes, gleichberechtigte, selbstbewusste und verantwortungsvolle Teilhabe an Sendung und Auftrag der Kirche möglich würde. Dass beispielsweise aber auch ein neues Verhältnis zu den Schwesternkirchen gefunden werden könne. Wo
von der Stimmung haben sich auch viele Nicht-Katholiken ausstechen gelassen. Und ob immer das an der Weltöffentlichkeit ein ganz anderes Bild von der Kirche entstanden. Von der Kirche, die für viel Leid verknöchert, weltfremd von der Zeit aufgehoben war. Und es konnte ihnen intensiv Interesse auch von der nicht-kirchlichen Weltpresse um Konzil feststellen. Nach aber heute Konzil müssen sie konkret Arbeit umgehen. An sein Wehfallen. Muss schon nur gedeiht, dass die meisten von den Schemata, die von den Vorbereitungskommissionen präpariert waren, nicht diskussionsreif und nicht konsensfähig waren. Und nach den Umständen gab das Schema von der Liturgie viel zu viel Wert. Aufgrund von einer langen Vorlaufzeit hat das Schema einen Diskussionsstand, der in der Erwartung von der Majorität von der Bischof entsprach wird. Tatsächlich hatten sie schon an den vier Konzilsjahren am Bereich von der Liturgie ein etliches bewegt. Da seit von der Hierarchie gehofft mit den Enzykliken Mediator Dei am Musice Sacre 1947-1955 von Pius XII. Auch mit dem Sänger Ausspruch und den liturgischen Kongress von Assisi 1956 und dann mit den Delreformen von der Liturgie, besonders an der Karwort, Ridum Sacrum, die hier in angelegt hat, 1951 und 1952, da gab es schon starke Impulse für die Neue. Und auf der Seite von der Liturgiewissenschaft, auch von der liturgischen Praxis, konnten vier Arbeiten von der Liturgiekonstitution zurückgreifen auf die fundamentalen Forschungen, vielleicht wie den Jungmann, dem Lambert Baudouin, dem Martin Morn, dem Bernard Bott, dem Pierre-Marie Gy, an ob die Erfahrungen von der liturgischen Bewegung, die im deutschen Spruchraum verknüpft das mit dem Num Romano Guardini, Pius Pasch, am Französischen mit dem Num Louis Bouillet, Pierre Junel, Roguet. Stefan umrannt auch für die Nopperschaft. Annehmen, dass die ersten Kontakte zwischen den Protagonisten von der liturgischen Bewegung am deutschsprachigen und am französischsprachigen Raum haben ihren Anfang geholfen, anfangs der 50er Jahre, am Saint-Jean. Und das war eine Vermittlung zu verdanken, von Geistlichen, die nicht mehr nach bekannt sind, Jean Hengen, Alphonse Turpel und dann der Pater Jean Hild von Clief. Das alles am engen Kontakt mit dem Liturgischen Institut von Trier. Die Entscheidung, Thema von der Liturgie 4 zu ziehen, war auch für mich persönlich ein Glücksfall. Ich war damals Student. Du meinst die Superior Liturgie zu Paris. Und so konnte ich noch Informationen aus erster Hand über den Verlauf von der Konzilsdebatte kriegen, weil als Prof gab ich an den Wochen in Omaneren als Expert auf Rom gerufen, um die Ausformulierung von der Liturgie-Konstitution mitzuschaffen. Und sie haben natürlich darüber informiert. So konnten sie einen Blick gewannen, einen Blick verbannen an die Konzilsarbeit. Da muss ein Bild machen über den wichtigen Beitrag von den Experten an den theologischen Bruder. Und da sind auch einmal Nymphe bekannte Koryphäen abgedauert, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Henri de Lubac, Gérard Philips, Gustav Tils, Karl Rahner, Hermann Volk, Jean-Sim Murray, Leute von denen noch nicht wenig, an der Zeit hier drin, vom Heiligen Offizium, Kardinal Ottaviani, mit den Ohren gezogen, die waren oder sogar verurteilt,
die waren dann und nicht mehr dürften erzählen, etc., etc. Zugleich sind im theologischen Himmel auch Neustern abgegangen. Hans Küng, Josef Ratzinger, Edward Skillebeck, etc. Du musst kann den nach aller Nägen Boten suchen. Aber an all dem, was den Abbruch greifbar gibt. Zugleich habe ich gewusst, dass mit der Begeisterung nicht alles gedient hat. Und durch die Informationen, die mir zugänglich waren, konnte ich die Anstrengungen von den Fachleuten unter dem Liturgie, Konstitution und Miesen. Ich konnte Miesen, dass den Abbruch, was er soll Bestand tun, ein hart Knochenarbeit verlangt. Die war zum Teil an der Vierzeit gelegt. Aber nach dem Resultat am Hinblick auf ein Konzilsdokument müssen auf den Punkt bringen. Der Karl Rahner schwätzt an dem Zusammenhang in Bezug auf sich selber von der Kernerarbeit eines Wasserträgers. Der Kern aus dem den Kern muss ziehen. Der Kernerarbeit eines Wasserträgers des Zweiten Vatikanums. Hier in Hurt, da habe ich von den Theologen an den Bruder als eine Dienstleistung zur Hand von dem Bischof gesehen. Und nur dabei große Wert gelegt auf Teamarbeit. Durch die Vernetzung wurden sich angebunden gespielt an einen Prozess, den hier als kollektive Wahrheitsfindung definiert. Aber wie voll so beschreibt. Man könnte gewissermaßen sagen, dass in diesem Abstand zwischen konziliarer Mentalität und endgültigem Dekret der Ort liegt, an dem sowohl die menschliche theologische Arbeit wie auch die darin und darüber hinaus sich geltend machende geheime Einwirkung des Geistes Gottes angesiedelt sind. Der Ort der Klärung eben dieses geistigen Klimas in eine Lehre oder rechtliche Festlegung der Kirche hinein. Für den Rahner Wertkonzil ein Bischofsversammlung, keine Theologenkonferenz. Und waren singen an, durchaus ein geistlicher, ein spiritueller Prozess. Damit geht auch die These wieder leucht von den Kräser, die der Rahner, den sie als den Fundamentalheretiker bezeichnen, als den himmlischen Manipulator vom Konzil verstoßen will. Na, besonders, dass man in dem Kontext klar geht. Ein Abbruch, ein Aggiornamento kann nicht mehr an dem Maß, an dem muss gelingen, wie in einem verdieften Rückgriff auf den Reichtum von der großen Tradition von der Kirche von Deus. Das war sich der Jean XXIII wie kein anderer bewusst. Sie war ein Mensch, den aus der Tradition kommen, aus der Tradition gelebt hat. Wie weit will dann Zukunft gucken und rauwirken, die muss auf den Scheller stehen von denen, die von ihm da waren. Und an einem Bereich von der Liturgie war direkt weit über die Zeit vom Tridentin und mal noch vom Mittelalter raus, aufgrund von den vielen wissenschaftlichen Arbeiten, die schon gedeiht haben, möglich. Die großen Intuitionen, die zur liturgischen Erneuerung vom Konzil gefeiert haben, fanden sozusagen alle gut ihren Ursprung an der Lehrwehrentwicklung, die der christliche Gottesdienst zanterten dich von den Aposteln an zanter der patristischer Zeit kannt wird. Dafür ist es auch bis heute äußerst schwierig, die Haltung von denen nur zu vollziehen, die eine bestimmte Epoche
an der Entwicklung am liturgischen Bereich, nämlich die tridentinische und notridentinische Zeit, absolut setzen und zum Mord von allem wollen machen und deklarieren. In 4 Wochen vom Jean XXIII an seiner Eröffnungsrede, sie hatte nicht aus der Geschichte gelehrt, der doch sie treffen. Auf den weiteren Verlauf von der rechten Ersetzungsperiode vom Konzil kann ich immer ganz kurz sagen. Ich will häufig in allem auf die Debatten mich beschränken, rund um das dogmatische Thema über die Quelle von der Offenbarung. Das wohl Projekt einer kurialen, einer italienischen Bischof, sein Unhängerer Verteidiger hat, da aber offensichtlich für die Majorität nicht konsensfähig war. Dafür griff die Versammlung folgend vorgelöst, beschließt Konzil, das Schema zurückzuweisen. Für das Schema zurückzuweisen, war ein 2/3 Majorität erfordert. Natürlich hat von Mottaviani und Leitron Remien Propaganda gemacht, die 2/3 sind nicht recht gemäht, nicht nur eine absolute Majorität, aber eine immense Majorität, knapp 2/3, aber nur 2/3, hat gegen das Thema gestimmt. Du hättest Jean XXIII, sie hat sich von der Majorität geschlagen, an Schema zur Überarbeitung und eine Gemischtkommission zurückverwiesen. Und nachher hat sich auf die Manier Methode Roncalli bestätigt an ihr Früchte gedroht. Für das Gesamtwirk von Jean XXIII an der rechten Sitzungsperiode vom Konzil, die sich in der Sängerlehnung stattfand, zu würdigen, gebe ich gerne einen Mund verdächtigen Zeilen vor, überlosen. Das ist der Generalsekretär vom Konzil, der Pericles Felice, der in der Konferenz, die am Osservatorio Romano am 23. Februar 1963 veröffentlicht, genauso also nach zu Lebzeiten vom Jean XXIII, dem Matlouf auf hier hilft, das Bischof am Konzil hier Partizipation und Erledung von der Gesamtkirche vorhun, an ihren Horizont über die Lokalprobleme von ihren Diözesen raus, ob Dimensionen von der Weltkirche ausweiten konnten. An die Erfahrung, so führte weiter, hat sich an einem Klima von Freiheit erregend, die der Papst äußerst skrupulös respektiert wird. Wird wirklich les interventions du Saint-Père dans les débats conciliaires se sont produites seulement quand cette autorité suprême pouvait mieux garantir la sainte autorité et la liberté de ses frères dans l'épiscopat. Besser können den Troll von der päpstlichen Primatialgewalt weder Roncalli sie verstanden nicht beschreiben. Das wirklich ein Akt de pouvoir primatial bien balancé, comme un clavier bien tempéré, wie ich den nicht gesagt habe. Aber wie steht es dann noch insgesamt mit dem Sprung nur 4? Ob den Jean XXIII so insistent angeschworen war. Hast du gelungen? Oder trifft das wohl zu, dass den damaligen Konzilsstenograf, spätere Wiener Weihbischof Helmut Kretzel, für Jahre als Titel für eine autobiografische Publikation gewählt hat, im Sprung gehemmt? Am Blick auf das Gesamtkonzil muss ich nun erkennen, dass die Kirche am Zweiten Vatikan um einen gewaltigen Schritt noch 4 gewohnt wird. Man kann es nicht vergleichen mit dem ersten Schritt von Mensch und Mond, um den wir
paar Wochen beim Tod von Neil Armstrong mit Enthusiasmus erinnert geworden. Die Feststellung betrifft die Liturgie-Reform. Sie betrifft das erneuert selbstverständlich Verständnis von der Kirche mit der Abwertung von der Kollegialität. Sie betrifft Partizipation von den Laien und der Mission an dem Auftrag von der Kirche. Sie betrifft die neue Beziehung zu der christlichen Schwester der Kirche, der Anerkennung von der bürgerlichen Religionsfreiheit. Sie betrifft auch die Konstitution über die göttliche Offenbarung, die viel oft negligiert wird, auch vieles anderes mehr. Heute gab es in den vier Konzilsjahren Gewaltiges gelegt. Trotzdem bleibt der Zweite Vatikan, wie den Titel von einem Spezialheft von der Herder-Korrespondenz gesagt hat, zum 40. Jahrestag vom Konzilsaufschluss für 7 Jahre, unerledigtes Konzil. Ich meine, das stimmt. Mit das Leid für dieses Mal und der evidenten Tatsache, dass kein Konzil simultan alle Probleme von der Zeit abgreifen, aber bearbeiten kann. Vor allem als aber den Eventscharakter vom Zweiten Vatikanischen Konzil zu bedenken. Über den Eventscharakter und seine Konsequenzen wird den amerikanischen Theologe John O'Malley, SJ, Professor und der Georgetown University zu Washington, in 440 Seiten stark Buch geschrieben, unter dem Titel, französische Übersetzung, L'Evénement Vatican II. Aber gestattet wieder würde ich doch den Enzo Bianchi, den Gründer und der Prior von der orthodoxen und unbekannter monastischer Gemeinschaft mit ökumenischer Ausrichtung von Bose in Norditalien, Konzil, also geistliches Event, den Neidpeichte für die Kirche, an einer Besprechung in dem Buch von Giuseppe Ruggeri, Ritrovare il Concilio, schreibt, dass jedes Konzil ein besonderes Ereignis ist und nicht auf seine einzelnen Entscheidungen reduziert werden darf. Denn als eine Versammlung der Bischöfe, Nachfolger der Apostel, unter dem Vorsitz des Nachfolgers Petri, auf den Jesus seine Kirche gegründet hat, als eine Versammlung, die das Evangelium in ihre Mitte stellt, den Heiligen Geist und seine Gaben anfleht, sich vom Herrn zusammengerufen weiß, ist das Konzil im Glauben ein geistliches Ereignis, das fähig ist, in der Geschichte zu wirken und diese zu orientieren. Und tatsächlich war das Zweite Vatikanum ein Event, da die wird die Insel aus und raus, Kirche, an der Kirche, wie schon angedeutet, gewaltigen Paradigmenwechsel angelegt wird, einen Prozess angeregt wird, den eigentlich nie zum Stehen darf kommen. Insofern, als das wird von dem unerledigten Konzil durchaus positiv zu bewerten. Und uns das allerdings auch dann eine Aufgabe, die uns zugewiesen hat. Ein unerledigtes Konzil, das wir weiterzuführen. Und uns also den vom Jean XXIII ungerechten Übergang fortzusetzen. Und zwar an einer Wehgemeinschaft, Synodus, eine Wehgemeinschaft mit der ganzen Menschheitsfamilie an Zukunft heran. Wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass auch die rückständigen Gräser an der Kirche die Resistenz nicht abgenommen, nachdem sie an die Minorität versagt waren. Das gilt nicht zuletzt für bestimmte Fraktionen an der römischen Kurie. Den Spruch, den dem Generalsekretär vom Konzil an den Mund gelegt hat,
Sie, die Bischöfe, werden nach Hause gehen. Wir, die Klorialen, werden hier bleiben, lässt an der Hinsicht nicht Undeutlichkeit fehlen. Vor allem hört sie aber die Resistenz in Person vom Erzbischof Marcel Lefebvre kristallisiert, den 1983 zum offenen Bruch mit Rom kommen gelassen wird. Ein Schritt, den niemand das formelle Schisma raus die Rezeption vom Zweiten Vatikanum an den Jahren der Nostarik belascht wird, den der kirchliche Hierarchie bis heute oder bis gestern viel zu scharf gemacht wird. Aber ich freue mich darüber, dass der neue Präfekt von der Glaubenskongregation mit Determination geschwärzt hat und gesagt hat, geht nicht weiter diskutiert, die Hütte für dich. Uns erkennen, der Magister vom Konzil, an jedem Konzil, der Rest von den Päpsten, die da noch waren, ist da, bringt es nicht weiter zu diskutieren. Loh, den Bischof Gerhard Ludwig Müller war nicht mein großer Freund, wie ihn zu Regensburg war, weil da mit den Laien an den Laiengremien nicht ganz zimperlich umgegangen ist. Aber nur dieselbe Determination noch hei, um richtigen Objekt gewesen. Eine gewisse Bremsfunktion gibt auch der enger oder andere Entscheidung vom Papst Paul VI. Zugeschrieben. Entscheidungen, die durch die hier dem Konzil bestimmte Fragen, die damals schon ganz aktuell und akut waren, entzündet wird, an sich selber persönlich vorbehalten wird, so froh vom Zölibat oder auch froh anderen Methoden von der Empfängnisregelung. Was die letzte Frage geht, wird die Entscheidung in der 1963 getroffen an der Enzyklika Humanae Vitae an Distanz, so wie majoritär von der Kommission, die nachgesagt wird, die hat doch ganz sicher auch für Deception gesorgt, harmonischer gesehen, gerade an der Entscheidung, den Anfang von der noch konziliären Krise, respektiv von dem römischen Rektor. Mit Kirch schläft, hinter dem Ende vom Konzil, eine Reihe von weiteren ungelösten Problemen, eine kontroverse, frohe Matt. Weil die geschichtliche Entwicklung nicht stehen bleibt, mehr ständig Führung geht, sind die Probleme in der Zwischenzeit nicht mehr klein. Kann er sich der Impression nicht erwehren, dass Zanter den 80er Jahren mehr und mehr eine gewisse Stagnation sich ausgebreitet wird. Auf gesamtkirchlichem Niveau gewannen die konservativ-traditionalistischen Kräfte nun Abfluss. Ja. Rechtläufig Tendenzen, eine minimalistisch, manchmal auch rigoristisch, Interpretation und Applikation vom Konzil konnten sich breit machen. Und zum Beispiel auf verschiedene Bereiche vom neuen Kodex vom Kirchenrecht 1983 artikulieren. Was Kollegialität von den Bischöfen nun geht, da setzt sie einen stark zentralistischen Lehrsatz durch. Auch zum Teil dank den moderne Kommunikationsmittel. Bischofssynod, geduld als Ausdruck von der Kollegialität und als eminentes Organ von der Integration von den Bischofen an die gesamtkirchliche Verantwortung um Niveau von dem Decision-Making und dem Decision-Taking auf mehr und mehr von der römischen Kurie aufhängig. Und heute schlicht nicht mehr nach Propositionen für apostolische Schreiben vom Papst
als zu schaffen und anzurichten. Rückschlägt sie doch an den vergangenen Jahren an ökumenischer Hinsicht nicht ausgeblieben. Für in allem die 2000 von der Glaubenskongregation veröffentlicht Erklärung Dominus Jesus, wo am vierten Teil, wo der vierte Teil von der Kirche von der Reformation mit Betroffenheit und mit Bestürzung zur Kenntnis geholt hat. Aber bei vielen Katholiken wie Nicht-Katholiken froh abgekommen hat, ob es noch nach dem hoffnungsvollen Abbruch von der Enzyklika und Unum Sint zu einem ökumenischen Stillstand kommen wird. Ein Zeichen von der Hoffnung, dass das nicht so sein muss, war an dessen Dicht Bedeutung vom ökumenischen Patriarch Bartholomäus dem Meisten und dem Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, um dem Konzilsjubiläum an der Ouvertüre vom Glaubensjahr zu Rom, den 11. Oktober. Auf der Basis durch den Abruf von prominenten Christen an Deutschland Ökumene jetzt auch für eine Bewegung an der Landschaft. Wie auch immer, wenn wir noch ganz die Jahren überblicken, muss man feststellen, dass nicht alles so riecht verlaufen, wie man es da an der Begeisterung von den 60er Jahren vorgestellt hatte. Streckeweise passend, ob die No-Konzession, das ob der Karl Rahner zurückgeht, von der Kirche in winterlicher Zeit. Da man da wollte hier gewiss keine Resignation und keinen Defetismus predigen. Wir wollten aber merksam machen, dass der Winter keine Dauererscheinung war, keine Eiszeit, mit dem Anfang von einer vom Frühjahr, ein saisonbedingten. Ein saisonbedingten Phänomen. Nun Winter kommt Frühjahr und gibt Neues an einer Reihe von Unzeichen auch schon halt. Unzeichen von einem neuen Abbruch unter dem Schnee und unter dem Eis. An einem Interview, das der verstorbene Kardinal Carlo Maria Martini, mein Kardinal, 3 Wochen vor unserem Tod gehen hört, schreibt dem Karl Rahner nach einem anderen Bild so, das ich bis dahin nicht kannte, das Bild von der Glut und der Aschen, die mir freizulehnen und für die Flamme von der Leift mit neuer Kraft ablichten zu lassen. Lassen wir uns erinnern, dass derselbe Kardinal Martini schon 1999 am Kader von der 2. Spezialsynod für Europa ob eine bedeutende Reformstau an der Kirche hingewiesen hat, den sich nur die Konzession abgebaut hat, an den Kirche nicht ohne ein für sich hier schieben kann. Es brodelt tatsächlich überall. An Österreich, an Deutschland, an der Schweiz, an den USA, an Peru, an andere Länder von Lateinamerika. Vielleicht doch bei Eis. Denn Soziolog Franz Xaver Kaufmann schwätzt an dem Zusammenhang von einem tiefen Gärungsprozess in der Kirche. Es kann den ob ein Dippe von Wasser da dem Kachen, das den Deckel eine Zeit lang fest. Mehr auf Dauer wird den Dampf entweichen. Nachdem der Kardinal Martini 1999 eine Reihe von unerledigten Reformpunkten genannt hat, wenn zu bedenken gehen, ob nicht unter Zeit wäre, zur Lösung von denen Problemen war schon nicht ein Allgemeinkonzil, dann darin wie groß repräsentativ Versammlung vom Weltepiskopat anzuberufen. Die Aufregung bleibt bis heute aktuell, auch wenn er so relativiert wird an den letzten Wochen von seinem Leben. Auch an dem letzten Interview kommt mein Kardinal nach ein auf die Problematik zurück. Er verschärft seine Diagnose. Er schwätzt von einer Kirche, die mitwirkt. An 200 Jahren hat er ihre Zeit dahin humpeln gegeben. Und dann nennt er nach ein die akutste Frohen
an er rief zu einer echten Bekehrung, abgefangen beim Papst, aber bei den Bischofen, mit einer verdiefter Besinnung auf die Heilige Schrift, mit einem Herz, das hört, das obers, an zu einer barmherziger Hinwendung, erinnern wir an dem Jean 23, seinen Aufruf zu der Misericorde, zu einer barmherzigen Hinwendung zu den divorcé remarié an den komplizierten Familiensituationen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Es sind das nicht ein paar Hinweise. Für alle aber strahlt das letzte Interview vom Kardinal Martini Vertrauen, Courage und Hoffnung aus. Ich bin alt und krank und von der Hilfe anderer abhängig. Aber gerade die guten Personen um mich herum lassen mich Liebe erfahren. Diese Liebe ist stärker als das Gefühl von Misstrauen gegenüber der Kirche, das ich mitunter in Europa feststelle. Nur die Liebe überwindet die Müdigkeit. Und da habe ich noch eine Frage an dich. Was kannst du für deine Kirche tun? Das ist ein Uklang und das Wort vom Candy. Freu dich nicht für dich, was dein Land für dich kann machen. Freu dich für dich, was du für dein Land kannst machen. Das müsste man alle guten Albanen beherzigen. Den Interview, den ich über das Konzil der Zeitschrift Forum für ein paar Wochen ging, dreht die Überschrift: Hoffentlich bleibt es nicht bei der Erinnerung. Den Titel stammt nicht von mir, mehr von der Redaktion von der Zeitschrift. Es trifft aber genau das, was mich heute Abend bewegt. Dass die Hoffnung, dass die Erinnerung und konzise Öffnung nur Jahre von der Stagnation war, nicht von der Regression an der Restauration an der Kirche einen neuen Abbruch erlaubt. Am Volk vom Herrgott, nicht zuletzt auch am Klerus, geht es mehr und mehr Unzeichen von Ungeduld. Aber auch auf der Seite von der Hierarchie sind die Initiativen von der Erneuerung zu verzeichnen, wie in Deutschland den Dialogprozess, den Erzbischof Solich ans Leben gerufen hat. Denn Feuzig sieht zwar an dem Artikel, den ich schon einmal zitiert habe, in Aselo raufgestuft oder etikettiert ging zu einem geistlichen Gesprächsprozess. Deshalb ist Feuzig fährt auch, dass die Dynamik vom Konzilsgedenken durch das Glaubensjahr, das der Papst ausgerufen hat, überlagert und neutralisiert könnte. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Der Romano Guardini hat in den 20er Jahren vom 4. Jahrhundert die Aussage gewohnt, die Kirche erwacht in den Seelen. Wie spät an den Nordkirchen vielfach vorgestellt, ob sie nicht mehr an die Strukturen erwähnt das. Dummer kann natürlich nicht gedissen. Bei aller Aufmerksamkeit und Offenheit gegenüber den konkreten Zeitproblemen wird Kardinal Martini immer für und allem, aber an seinem letzten Interview, da hat man als ein Testament der für nur gesehen, darauf hingewiesen, dass den Abbruch aus der Mitte vom Glauben muss geschehen. Aus einer neuen Hinwendung, so hat er Schrift, aus einer verdiefter Interiorität, aus schließlich aus einer generöser Antwort auf die gemeinsame Berufung, die Zentraldokument vom Konzil Lumen Gentium, als am 5. Kapitel Zugriff an Erinnerung rief mit dem Apostelwort: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Eine tiefe Besinnung auf den Glauben muss also nicht eine Konkurrenz
zu enger Lehre wie aktualisierender, aber weiterfeierender Erinnerung und ein Event an und Impulse vom Konzil stehen. So könnt durchaus auch der Zentral Ulleis an der Eröffnungsrede von Jean XXIII abgegraben weitergeführt gehen. Allerdings unter der enger Bedingung, dass er sich nicht mit Repetition von den allen Formeln zufrieden geht. Gut, wenn das wirklich ein Adjournament, eine Aktualisierung von der Glaubensspruch könnt, an das für die Verkündigung ein Spruch von Gott, die gleich verstehen, am Sinn von der schon annimmt der Äußerung von einer feierten Diözesan-Synod. Verkündigung für den Menschen, damit sein Leben unter der Verheißung und dem Anspruch Jesu Christi, gerade auch im Letzten vor Gott, gelingt. Die Stadt an der Zeit, die könnt, auch nehmen am Aussatz verwirklicht gehen, dann mengen, ich wäre auch mein Leben, dass ich für einen guten Teil der Umsetzung vom Konzil der weiteren Verjährung von dem Dumolien Abbruch konsakriert tun. Da wäre auch mein Leben, mein persönliches Leben, am letzten erfüllt. Und da könnte ich schon heute Abend mein Nunc Dimittis ausstellen. Ich will schließen, ganz einfach mit dem Wort, dass die Schweizer Bischof als Titel für ihren Abruf zum Konzilsjubiläum gewählt haben. Ich verstehe es zugleich als Feststellung und als Aufforderung, das Konzil lebt. So nicht, merci.